Dein Abenteuer als Luminari erwartet dich. Lasst uns gemeinsam in die Welt von Lokana reisen. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem ganz besonderen Unboxing, denn ich habe ein Paket bekommen von Ravensburger, an der Stelle vielen, vielen Dank. Und wir packen heute zusammen die drei Starter-Sets, Starter-Decks von Disney Lokana aus. Aber was ist eigentlich dieses Disney Lokana? Disney Lokana ist ein Sammelkartenspiel und entweder könnt ihr die Karten ganz einfach sammeln in einem schönen Sammelbuch, was ich mir auch noch kaufen werde, oder ihr tretet in einem Duell gegeneinander an. Genau, beide Optionen sind möglich und diese Starterdecks bieten einem die Möglichkeit, direkt loszuspielen, wenn man die Spielregeln verstanden hat. Aber dazu kommen wir später. In einem Starter-Set sind 60 Karten. Euer Deck wird muss aus 60 Karten bestehen. Und, also wenn ihr gegeneinander spielen möchtet. Und es gibt jeweils immer zwei Farben. Also ihr dürft zwei verschiedene Farben im Deck haben. Aber die könnt ihr untereinander mischen, wie ihr möchtet. Aber in den Starter-Decks haben wir jetzt bei Simba und Dornröschen haben wir jetzt Saphir und Stahl. Bei Moana und Mickey haben wir Bernstein und Amethyst. Und bei Cruella und Aladdin haben wir Rubin und Smaragd. Das sind die Starter-Sets und da sind auch Booster-Decks mit, also Booster-Karten mit drin. Die machen wir natürlich auch auf und natürlich, wie bei allen anderen Sammelkartenspielen, könnt ihr diese Booster-Packs natürlich nachkaufen. In einem Booster-Pack sind 12 Karten drin, 12 zufällige Karten. Die Karten haben auch natürlich einen verschiedenen Seltenheitsgrad. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein, wenn ich die Decks ausgepackt habe. Und wie gesagt, auf die Spielregeln gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen ein. Und dann werde ich noch am Ende ein Match gegen meinen Freund spielen, denn er kennt sich mit dieser Art Karten mega gut aus. Er wird euch auch ein paar Tipps geben zum Deckbau, weil ich habe mich jetzt damit beschäftigt, weiß, wie es funktioniert, aber der Pro bin ich da drin nicht. Und deswegen holen wir ihn später dazu. Er wird sich das auch das Ganze anschauen und ein Deck aufbauen mit mir zusammen und euch dann den ein oder anderen Tipp geben, wie ihr euch ein richtig starkes Deck aufbauen könnt. Aber ich würde sagen, wir packen erstmal aus. Und was ich euch noch als Tipp geben kann, es gibt sogar eine Lokana-App. Die habe ich mir auch schon heruntergeladen auf mein Handy. Die werde ich euch immer zwischendurch immer einblenden, denn dort findet ihr verschiedene Informationen. Es gibt auch einen Katalog, das heißt, wenn ihr die Booster-Packs auspackt, dann könnt ihr dann in der App anklicken, welche Karte ihr noch schon habt, welche Karte ihr euch vielleicht wünscht. Und so könnt ihr sehen, ob ihr alle Karten aus dem ersten Kapitel bereits gesammelt habt. Dann gibt es den Legendenzähler, das gehört zum Spiel mit dazu, da kommen wir auch gleich noch zu. Da könnt ihr dann, wenn ihr mit jemandem spielt, dann halt die Legenden da reinschreiben. Dann braucht ihr dieses Papier, was in dem Starter-Set drin ist, nicht. Und da gibt es auch nochmal die Spielregeln, das heißt, ihr könnt euch die Spielregeln nochmal durchlesen, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt oder nachlesen möchtet. Habe ich mir gestern auch schon angeschaut und ich habe mir den Stream bei ravensburger.de angeschaut. Da haben einige Influencer gegeneinander gespielt und da habe ich mir schon einiges angeschaut und Tipps und Tricks geholt. Also wenn ihr euch das auch nochmal interessiert, schaut da gern bei Ravensburger auf YouTube vorbei. So, genau, also so viel zur App. Da werden wir auch gleich nochmal, wenn wir die Booster-Packs ausgepackt haben, werde ich das auch direkt mal in der App eintragen, welche Karten ich bereits habe. So, fangen wir an mit Mickey, denn Mickey ist natürlich mein allerliebster Charakter. Starter-Set für eine Person steht oben drauf. So, jetzt machen wir das mal auf. Genau, wir hatten jetzt hier Bernstein und Amethyst drin. So sieht das Ganze aus, wenn man es auspackt. Einmal die 60 Karten. Der Booster-Pack, oder das Booster-Pack mit Elsa vorne drauf. Und dann gibt es nochmal die Spielregeln in Papierform. Die könnt ihr euch dann auch nochmal durchlesen. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Das ist dieses
Papier, was man dann halt benutzt, um gegeneinander zu spielen. Und ja, was ist das Ziel des Spiels? 20 Legenden zu sammeln. Also das ist das Ziel. Wer als erstes 20 Legenden gesammelt hat, der hat gewonnen. Genau, aber das könnt ihr dann halt auch ganz gut in der App machen. Da braucht ihr dieses Papier nicht. Wenn ihr die App habt, könnt ihr die Legenden dann auch einfach dort eintragen. Dann gibt es hier noch das hier. Das sind diese, also das ist einmal der Legendenmarker. Das heißt, wenn ihr das habt, dann könnt ihr dann das da drauflegen. Dann wisst ihr, okay, wie viele Legenden man hat. Dann habt ihr diese Punkte. Das heißt, wenn die Charaktere gegeneinander, wenn man die Charaktere herausfordert, kann es sein, dass man nicht alle Verteidigungspunkte, ne, ich meine, jetzt weiß gerade nicht, wie es genau heißt, des Charakters sozusagen bekämpft. Also und dann muss man, dann hat der Charakter vielleicht noch eins, zwei, drei Verteidigungspunkte übrig, und damit könnt ihr die hier mit denen das kennzeichnen bei euren Charakteren, wie viel Verteidigung bei dem jeweiligen Charakter noch übrig ist. Genau, also die sind auch sehr wichtig. Die löse ich jetzt mal hier raus. Das mache ich aber später, ist jetzt nicht so spannend. Gucken wir uns mal die Karten an, das ist doch viel, viel, viel spannender. So, gucken wir uns das jetzt mal an. Ich sehe direkt schon am Anfang Ariel. Und jetzt muss ich das erstmal in die Spielregeln gucken, weil da stehen auch die Seltenheitsinformationen drin. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, da unten steht's. Da habt ihr die Seltenheitskategorien. Und auf den Karten unten, da habt ihr dann die Seltenheitskategorie. Also in dem Fall ist Ariel ungewöhnlich. Genau. Dann gucken wir mal durch. Also wir haben Charaktere, wie jetzt hier habt ihr bei Ariel gesehen. Das ist schon die erste Karte rausgefallen. Genau, das ist ein Charakter. Und ihr habt verschiedene Zahlen auf den Karten. Machen wir einfach. Oder kommen wir neben Mickey. Mickey ist mein Liebling, deswegen nehmen wir Mickey. Also ihr seht hier oben einmal eine 4 und einen Kreis um die 4. Ich suche gleich nochmal eine andere Karte. Genau, die Karte hat keinen Kreis. Hades. So, also ihr seht jetzt mal im Vergleich mit einem Kreis und ohne einen Kreis. Das bedeutet, wenn man einen Kreis hat, dann kann man diese Karte in eine Tinte verwandeln. Ihr braucht Tinten, um die Karten auszuspielen. Ihr seht hier, Hades kostet 4 Tinte, Mickey kostet auch 4 Tinte. Und man muss sich pro Spielzug Tinten erarbeiten. Und man kann die Karte, wenn man sie auf der Hand hat, in eine Tinte verwandeln. Das heißt, man muss sie ablegen und man darf sie auch nicht wieder benutzen. Aber in dem Fall ist es dann eine Tinte. Aber das geht nur mit den Karten, die einen zweiten Kreis um die Zahl haben. Genau. Also das bedeutet, dass es ist einfach einfacher, wenn man das sieht beim Spielen oder also wenn man das selbst mal testet. So Erklärungen, also so finde ich es immer ein bisschen schwieriger. Wenn man es testet, dann ist es ein bisschen einfacher. Genau, da haben wir jetzt die, was ich eben gesagt habe, die Verteidigungspunkte. Also Mickey hat in dem Fall 4 Verteidigung und 3 ist die Angriffskraft, die Kraft, mit denen ihr andere Charaktere herausfordern könnt. Das heißt, wenn Mickey angreift, dann greift er mit 3 an, und dann haben auch noch die Charaktere manchmal verschiedene, ja, andere Fähigkeiten. Du zahlst eine Tinte weniger, um Besen auszuspielen. Also wenn man die Karte Besen hat, dann zahlt man für die Karte Besen eine Tinte weniger. Und unermüdlicher Arbeiter, jedes Mal, wenn einer deiner Besen durch eine Herausforderung verbannt wird, darfst du jene Karte zurück auf deine Hand nehmen. Also das ist Mickys Fähigkeit. Und dann haben wir noch eine andere Zahl, und das ist das hier. Und das ist wichtig, um zu gewinnen, und zwar sind das die Legendenpunkte. Das heißt, pro Spielzug könnt ihr entscheiden, soll der Charakter angreifen mit seiner Stärke, um vielleicht einen anderen Charakter vom Gegner auszuschalten, oder soll der Charakter auf Erkundungstour gehen. Und wenn der Charakter auf Erkundungstour geht, bekommt ihr diese 2 Legendenpunkte und dürft in der App oder auf diesem Papier 2 Legendenpunkte nach oben wandern. Und das heißt, ihr wisst ja, das Ziel ist, 20 Legendenpunkte zu bekommen, um zu gewinnen. Ja,
Also so funktioniert das. Ansonsten haben wir hier unten noch den, den Zeichner, den, der das, dieses wunderschöne Bild gezeichnet hat. Und Mickey ist tatsächlich auch eine folierte Karte. Also ihr seht, das hat so einen Schimmer. Im Gegensatz zu Hades, der hat nicht so einen schönen Glanz. Genau. Es gibt immer so ein bisschen, es gibt immer folierte Karten. Auch in den Booster Packs ist, glaube ich, eine folierte Karte. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ein Booster Pack. Ich glaube schon. Da gucken wir gleich mal rein in so ein Booster Pack. Genau. Also so viel zu den Karten. Man muss sich ja natürlich da mal kurz beschäftigen und was für ein Deck man aufbaut. Es gibt viele verschiedene. Es gibt natürlich mit einer Tinte, die sind da ein bisschen schwächer, aber die kann man vielleicht am Anfang des Spiels ganz gut ausspielen. Aber es gibt natürlich auch starke Karten, die mehr Tinte brauchen, wie zum Beispiel Dr. Facilier mit 7, aber den zum Beispiel kann man jetzt nicht in eine Tinte verwandeln. Ja, also man muss sich damit tatsächlich beschäftigen, was wir auch machen werden. Ja, ansonsten haben wir hier Ariel. Hier haben wir zum Beispiel Cinderella. Also ich finde die Artworks auch wirklich super schön. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr die Karten sammeln werdet. Werdet ihr jetzt auch spielen? Ja, würde mich gerne mal interessieren. Wie gesagt, ich habe sowas noch in der Art noch nicht gespielt. Bin aber tatsächlich sehr offen, das jetzt mal zu testen. Und vielleicht den einen oder anderen, vielleicht im Disneyland Paris herauszufordern. Wenn ihr unterwegs seid und eure Karten dabei habt, euer Pack, dann können wir vielleicht mal eine Runde im Disneyland Paris spielen. Was haltet ihr davon? Ja, also hier ist Moana, auch in so einer folierten Folie. Aber genau, also die Starter-Packs bekommt man online. Und das sind natürlich nur Standardkarten. Also das ist jetzt, das sind jetzt nicht so wirklich besondere Karten, was natürlich einen immer interessiert, sind die Booster-Packs. Und da machen wir jetzt mal das Booster-Pack von der Karte hier auf. So, machen wir das mal zur Seite. Wie gesagt, wir spielen später noch eine Runde. So, machen wir das jetzt hier auf. Mal gucken, was wir da so drin haben. Wie gesagt, ich werde mir auch ein Album noch kaufen für die Karten. Auf jeden Fall für die Booster-Karten, dass ich die auch schön displayed habe, die ich nicht benutzen werde. So, also einmal haben wir hier eine Puzzle-Karte sozusagen. Also, man hat in jedem Booster einmal so eine Karte und dann wird das am Ende ein Puzzle ergeben mit Mickey. So, und meine folierte Karte in diesem Fall ist Freunde im Schattenreich. Jetzt muss ich mal gucken, was das für eine Seltenheit hat. Das weiß ich noch nicht auswendig. Okay, also die ist nur gewöhnlich tatsächlich, die folierte Karte. Ansonsten haben wir gewöhnlich. Dann haben wir ja einmal ungewöhnlich, nochmal ungewöhnlich. Dann haben wir selten und zweimal selten. Also das sind die gewöhnlichen Karten, die ich habe. Genau. Plus halt die folierte Dr. Freunde im Schattenreich ist eine Aktionskarte. Genau, dazu müssen wir auch gleich nochmal was sagen. Dann haben wir zweimal selten. Das sind die beiden Karten. Und dann haben wir dreimal ungewöhnlich. Episch hatte ich in meinem Fall jetzt keine. Das sind die drei. Genau, und was ich eben noch nicht vergessen hatte zu erwähnen, es gibt natürlich verschiedene Kategorien. Es gibt die Charaktere, das seht ihr hier. Dann gibt es einen Gegenstand, Zepter von Arendelle. Die machen dann verschiedene Effekte. Dann gibt es Lieder. Jetzt muss ich mal gucken. Aktion habe ich erstmal hier. Stampede haben wir hier eine. Das ist eine Aktionskarte. Und irgendwo war doch hier das Lied. Zauberbesen. Genau, Freunde. Das ist eine Aktion. Es können nur Charaktere tatsächlich. Also ihr braucht einen Charakter, um ein Lied zu singen. Und das sind die Lieder. Genau, das steht. Du kannst einen Charakter, der drei oder mehr kostet. Ich weiß jetzt nicht, was das Symbol heißt. Damit er dieses Lied kostenlos singt. Ziehe zwei Karten. Also wenn ihr den Charakter das Lied singen lasst, dann dürft ihr zwei Karten ziehen. Ich weiß jetzt nicht, was dieses Symbol rückwärts heißt, das hier. Weiß ich jetzt gerade nicht, müsste ich nachlesen. Ja, also das war das erste Booster-Pack. Machen wir noch die anderen zwei Booster-Packs auf. Und dann schauen wir mal. Und dann tragen wir es noch in die App ein, was ich jetzt für Karten habe. Auf TikTok und Instagram werde ich übrigens noch weitere Booster-Packs öffnen. Und ich habe das zweite Booster-Pack jetzt auch geöffnet. Und wir tragen gleich alles in die App ein zusammen.
Bevor das passiert, öffnen wir noch das dritte Starter-Pack. Das zweite habe ich jetzt auch schon mal geöffnet. Wie gesagt, die ganzen Standardkarten aus den Starter-Packs schauen wir uns nicht im Detail an. Da machen wir jetzt nur das Booster noch vom dritten auf und schauen da nochmal rein. Ist das auch wieder Elsa? Also ist immer Elsa vorne. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was beeinflusst oder ob das einfach nur das Artwork ist. Schauen wir uns das mal an. Übrigens hatte ich in dem zweiten Booster-Pack eine legendäre Karte. Warte, die zeige ich euch natürlich noch. Ne, das war selten. Hier. John Silver. Legendär. Ja, die war da drin. Und meine folierte Karte ist Simba, Mufasa. Genau. Ja. So, kommen wir zur dritten Booster-Pack. Dingelhopper, Archimedes, alles gewöhnliche Karten, Naseweiß, Merlin, Gaston, Spiegel des Biests, Drachenfeuer ist schon ungewöhnlich, nochmal ungewöhnlich Sven, dann haben wir Jumba Joe. Jojoba aus Stitch. Dann haben wir Ihr selten, seid bereit. Dann haben wir eine legendäre Karte. Schon wieder John Silver. Das habe ich jetzt zweimal. Ich dachte, sie wäre so legendär. und sehr, ach Gott, sehr gar. Ich kann es nicht aussprechen. Die Karte, die ist poliert. Und die ist aber nur gewöhnlich. Und das ist das Puzzle. Ja. Habe ich jetzt zweimal John Silver? Das ist ja natürlich mega ärgerlich. Ja. Zweimal John Silver. Und das als legendäre Karte. Na toll. Aber so ist das bei den Booster Packs. Ja, ich würde sagen, wir. Ich weiß nicht, ob wir einfach mit einem Starter-Deck starten. Das muss ich dann später mal mit meinem Freund besprechen. Oder ob wir direkt ein Deck bauen. Das schauen wir. Oder vielleicht mal beides. Einmal mit Starter-Deck und einmal selbst bauen. Das seht ihr dann gleich. Genau. Also, wir sehen uns dann. Stopp, ich habe ja vergessen. Ich wollte mit euch die Sachen in die App schreiben. Machen wir das schnell. Das zeige ich euch aber wahrscheinlich im Schnelldurchlauf. Weil das wird bestimmt lange dauern, aber genau, jetzt müssen wir mal gucken, wie man das am besten, kann man das irgendwie suchen? Man kann suchen. Genau. John. Mal John ein. Ich habe jetzt alle Karten eingetragen aus den Booster Packs und jetzt könnt ihr auch nachschauen, wie viele in eurem Besitz sind. Und zwar habe ich jetzt in drei Booster-Packs 35 Karten gehabt. Einige sind doppelt, wie John Silver, Gaston. Aber das könnt ihr in dieser App ganz gut sehen, welche ihr doppelt habt, welche einmal. Ihr könnt auch anklicken, welche foliert sind. Und wie gesagt, hier könnt ihr auch, ich habe jetzt noch keine auf meiner Wunschliste, aber ihr könnt ja theoretisch auch noch die Wunschliste angeben. Und hier seht ihr, wie gesagt, die ganzen Karten. Ihr könnt dann auch filtern nach Kosten, nach Stärke, nach Willenskraft und nach der Kartennummer natürlich. Ja, genau. So, jetzt aber. Jetzt geht's gleich eine Runde ans Duell. Also nur nochmal zur Erklärung. Ich habe jetzt das Starter-Deck mit Miki und Moana, Amethyst und Bernstein. Und du hast Saphir und Stahlerd, das andere Starter-Pack. Wir haben nichts anderes drunter gemischt. Rein nur das Starterdeck. Was ich jetzt gemacht habe, ist bei jedem noch eine Folie drum gemacht. Der Experte meinte, damit kann man auch besser mischen. Yep, und schützt man natürlich die Karten. So, dann mischen wir mal. Was ich persönlich so gehört habe, ist das Spiel auch in den USA relativ erfolgreich oder ziemlich gehypt. Entsprechend kann man natürlich davon ausgehen, dass, sagen wir, diese First Edition Karten irgendwann zum Sammlerobjekt werden. Und dann will man nicht, dass man die total verratzt hat, weil man keine Protective Card Sleeves dafür hat, wie man die nennt. Genau, ich bin sehr gespannt. Ich habe mich mit den Regeln ein bisschen beschäftigt. Ich habe mir den Livestream von Ravensburger angeschaut, wo die Influencer gespielt haben, um es ein bisschen besser zu verstehen. Ich habe da mir auch ein paar Taktiken, also nicht, die jetzt im Deck sind, aber ich habe ein paar Vorteile mir schon rausgeschrieben. Die kann ich euch auch gleich noch mitteilen, welche Karten man unbedingt oder welche Strategie man vielleicht verfolgen sollte.
Aber da kannst du auch bestimmt dann gleich noch mehr was sagen. Ja, ich habe mir jetzt persönlich die Karten noch nicht angeschaut. Ich habe mir lediglich das Game-System angeschaut. Und für mich ist das, wenn man mal Magic the Gathering gespielt hat, dann kennt man das System. Sie haben es aber geändert auch an vielen Stellen. Und das finde ich gut, weil Magic the Gathering so seine Probleme hat, wenn man das als, sagen wir mal, normaler Mensch spielt. Wo Spiele sehr schnell degenerieren können und wo auch sehr frustrierende Momente dabei sein kann. Und die haben sie hier sehr gut in diesem Design umschifft tatsächlich. Also ich gebe mal folgendes Beispiel. In Magic muss man jede Runde ein Land aufs Board legen, aus dem man dann Mana schöpft. Das ist hier auch nicht anders. Der Vorteil ist nur hier sind die Länderkarten nicht ausschließlich zu diesem Zweck da, sondern es sind praktisch, ich nehme jetzt mal hier einfach mal Mufasa. Mufasa hat hier so einen wunderschönen, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, einen Goldring hier oben. Und das heißt, ich kann Mufasa hier praktisch als Mana Source oder Tinte. In dem Fall. Also es gibt jedes Kartenspiel hat ihre eigene Wort dafür. Ich meine, Hearthstone ist Mana, hier ist es jetzt Tinte, Magic wären es Länder, Mana. Das heißt, ich kann Mufasa als Karte spielen oder ich kann ihn als Ressource, als Tinte benutzen, sozusagen und dann als Ressource für meine anderen Karten nehmen. Bei Magic ist eines der riesigen Probleme, dass man sozusagen geflooded wird mit Ländern oder gar keine bekommt. Das heißt, man kriegt entweder keine Ressourcen oder viel zu viel Ressourcen und einfach nicht spielen kann. Und dann sitzt man da ungefähr 10 Minuten lang, wartet, bis der Gegner irgendwas macht und dann geht es hin und her und jeder zieht und man langweilt sich tot, bis man endlich die Ressourcen zusammen hat, die man braucht. Und dieses Problem umgehen die hier sehr elegant, damit dass die Game-Karten tatsächlich die Ressource selbst auch sind. Und dadurch wird dieses Mana-Problem, das jetzt existiert, zum Beispiel bei Magic, hier komplett umgangen. Und ich finde das eine extrem gute Änderung und das ist eine sehr gute Idee, die sie auch haben. Ja. So, 7 Karten müssen wir ziehen. Ja, also jetzt nehmen wir erstmal 7 Karten. Wer spielt zuerst? Du bist die Jüngere, spielst zuerst. Genau, also das gibt keine, okay, ihr könnt Schnick, Schnack, Schnuck spielen, ihr könnt einen Würfel werfen, ihr könnt was auch immer. 5, 6, 7, da könnt ihr eure Karten euch angucken. Und so viele noch tauschen, also zurück in den Stapel legen und nochmal tauschen, wie ihr das möchtet. Weil ich glaube, ich behalte sie. Finde ich eigentlich ganz gut bisher. Ja, ich erkenne hier sehr viele Karten noch wieder, die ich schon gesehen habe. Nur mit Disney drauf? Nur mit Disney drauf, ja. Aber das ist hier nichts Schlechtes, weil wenn man, sagen wir mal, ein Spiel, was sehr bekannt, erfolgreich auch ist, zum Beispiel jetzt wie Magic the Gathering nimmt und das einfach verbessert und eine Version davon macht, die für den Normalo besser zu spielen ist, dann ist das eine sehr legitime Art und Weise, ein neues Game zu designen. Zum Beispiel, wenn es um Computerspiele geht, Blizzard Entertainment macht das seit Jahren, die haben eigentlich nie irgendwas Innovatives gemacht, aber die erfolgreichsten Spiele, weil sie einfach gute Konzepte von anderen Spielen genommen haben und sie perfektioniert haben. Und so kommt mir das hier auch tatsächlich vor. Ich meine, ich bin ja nicht der großartige Disney-Fan, aber was ich hier lese und was ich hier sehe, ist extrem durchdacht. Eine Sache muss ich nochmal nachgucken. Ein Zeichen weiß ich jetzt gerade nicht. So, da seht ihr mal seine Stadthand. Ich hoffe, man kann es sehen. Schön. Dann bin mal gespannt. Ist mein erstes in der Art Kartenspiel. Bin mal gespannt, wie ich mich schlage. Gewinnen. Ich hab nicht viel Gewinnchance, also Hoffnungen. Aber mal sehen. So, ich werde eine Karte zur Tinte machen, und zwar Maximus. Übrigens muss man die auch jetzt hier mal zeigen, ne, ja, welche Karte man zur Tinte macht. Und lege sie hier auf meinen Tintenvorrat. Also ich habe jetzt mal dieses, was im Starter-Set dabei war, jetzt genommen. Muss man nicht, man kann auch zum Beispiel die App benutzen, um die Legenden dann weiterzuschieben. Also man braucht dieses Stäbelchen hier nicht. Und hier haben wir übrigens noch diese Pünktchen dabei, wenn irgendwie angegriffen wird, um das zu zeigen. Genau, also ich habe eine Karte zur Tinte gemacht und drehe sie, also setze die Tinte ein, wenn das so richtig ist, und spiele Hey Hey mit einer Tinte, für eine Tinte. Und im Prinzip muss jetzt die Tinte trocknen, das heißt Hey Hey kann auch nicht erkunden oder angreifen, aber ja gut, es ist eh nichts zum Angreifen. Und da steht, jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, darfst du seine Stärke in diesem Zug zur Stärke eines anderen Charakters deiner Wahl addieren. Mhm, okay. Ja, also. Was? Das sind alles schon, sind so bekannte Effekte. Okay. Ich finde das super. Und damit bin ich fertig mit meinem Zug. Okay, ich darf jetzt im Vergleich zu ich wollte gerade sagen Monika. Monika, das ist deine, nein. Ja, hallo, wir kennen uns erst. Wir kennen uns erst, wir haben uns kurz getroffen.
ich darf jetzt im Gegensatz zu Moni, darf ich jetzt eine Karte ziehen, weil ich als Zweiter dran komme. Das heißt, ich starte praktisch mit 8, ich starte mit 7, damit gleicht sich dieser Nachteil, den ich habe. Dass ich zuerst aus, darf. Dass ich zuerst darf. Ich werde Malefiz hier zur Tinte machen. Und werde sie gleich erschöpfen, die man hier in dem Spiel sagt. Was war dein Tintenvorrat? Ja, ich mache das hier hin, weil ich komme dann, also das ist Magic Gewohnheit. Und ich werde Feuer die Kanonen auf deinen Jungen da abspielen. Auf meinen Hey-Hey? Yep, und Hey-Hey geht damit hops. Was steht da? Füge einem Charakter deiner Wahl 2 Schaden zu. Okay. Genau. Also Hey-Hey ist weg. Hey-Hey ist down. Okay. Damit habe ich 3. Setze 3 Tinten ein. Und spiele Mickey Maus. Hat keine besondere Fähigkeit, einfach nur 3 Stärke, 3 Willenskraft und 2 Legendenpunkte. Okay. Das heißt, ich bin fertig. Alles klar, bin ich dran. Man kann jetzt Mickey übrigens nicht einsetzen, weil die Tinte im Prinzip noch trocknen muss. Außer es gibt so eine besondere Fähigkeit von einem Charakter. Aber im Prinzip könnte ich jetzt mit Mickey nichts machen, wenn ich ihn direkt ausspiele. Aber alles cool. Ich finde es interessant, weil die Karten, die hier sind, für Starter-Editionen sind sehr komplex. Wenn man zum Beispiel Magic Starter-Deck hat, das ist für Blödies. Aber das hier ist schon interessant. Ist auch interessant für jemanden, der, sagen wir mal, in diesem Game-Bereich schon öfter mal was gespielt hat. So, ich nehme Durchwühlen und mache daraus Tinte. Spiele. Was macht die? Okay. Ich spiele Jasmin und erkunde mit dem hier und kriege einen Legendär. Was macht Jasmin? Gar nichts, nur einfach 3-3. Damit habe ich 4 Tinten. Die erschöpfe ich, die Tinte. Und spiele damit Ariel. Stärke 3. Und Willenskraft 4 und 2 Legendenpunkte. Dieser Charakter kann nicht für Tinte um Lieder singen. Also weil, das ist auch sehr interessant, weil es wie im Film ist, das ist die menschliche Ariel und der wurde ja im Film die Stimme entzogen und deswegen kann sie auch nicht singen, die Lieder singen. Okay. Also sehr interessant. Jetzt sind dann noch 2 Stärke, ne? Dann greife ich mit dann herausfordere ich dich mit Mickey und ist im Prinzip deine Jasmin weg. Und also dann musst du aber tappen und kriegst 3 Schaden, also musst minus 3 draufstehen. Minus 3. So. Ich kann das so machen, also ich merke mir das normalerweise. So, ich fordere hier Mickey Maus mit Grammatalla aus. Okay. Das heißt, beide gehen hops, weil deiner hat 3-1, meiner hat 1-1, einen Punkt Schaden auf dich und 3 auf mich. Und der hat Spezialfähigkeit. Dass wenn er stirbt oder wenn er eine Haus verbannt wird, wir sagen ja nicht sterben, wird er zur Tinte, also habe ich noch mehr Tinte. Ja. Ah, ja, ja. Also ich habe sehr viel Tinte tatsächlich. Verteidigung, ne? Mhm. Willenskraft heißt es ja hier. Ja. So, Captain Hook macht irgendwas bei dir? Nee, ne? Captain Hook, wenn ich herausfordere, kriegt er plus 2 auf Stärke. Das heißt, es ist 1-2 jetzt gerade und wenn er angreift, ist er 3-2. Dann greife ich mit Ariel Captain Hook an. Kannst du nicht, weil er nicht erschöpft ist. Ach so. Gut, aber die Ische muss weg. Ja, die ist. Die geht gar nicht. Die hat sehr viele Legendenpunkte. Die ist wirklich ätzend. So, ich spiele wieder Aurora. Minus 2. Also hat sie noch 4? Nee. Die hat einfach 0,6 jetzt. Ach so, die kann ich mal angreifen dann. Ja, und die beiden fordern Aurora heraus. Einmal, zweimal. Der wird 3-2 herausfordern. Der ist 3-3. Die hat 0 Stärke. Sie stirbt einfach. Und damit wirst du dran. Hä, haben die aber nichts damit verloren? Ja, nein, weil ich hier mit Aurora ihre Stärke um 2 reduziert habe. Sie hat 0,6. Ah, 0,6 durch Aurora und deswegen verliere ich nichts, weil die beiden Jungs dann ohne den Schaden zu nehmen reinrollen. Toll, das war so eine schöne Karte. Warte, Bayana. Ist fertig. Und fertig, du bist dran. Genau. Das ist wirklich eine fiese Karte. Ja, die Kannst du mal geben? Ja, warte. Ich glaube, das ist ein Rare oder sowas, oder? Ja, yeah, das ist auf jeden Fall eine legendäre Karte und zu Recht. Ich ich singe ein Lied und zwar singt Abschaum das Lied, weil du kannst einen Charakter, der 4 oder mehr kostet, damit das Lied kostenlos singt. Abschaum kostet 5 oder Ariel kann ja nicht singen, die ist ja stumm. Entferne bis zu 3 Schaden von jedem deiner Charakter. Okay. Also kann ich jetzt die wieder wegmachen. Meine Güte, ey, du. Heiliger Wimpern, ey. So. I have a problem. Und dann spiele ich für. So. Ich habe keine Karten mehr auf der Hand. Alles abgelegt. So, jetzt Tinte benutzt. Jetzt muss ich noch gucken. Gehe ich. Ich werde mit beiden erkunden. Dann kriege ich 4
1, 2, 3, 4. Da bin ich bei 15 Legenden und du bist bei 6. Tja, sieht nicht gut aus für mich, ja? Ich kann nicht mehr gewinnen, weil du auf jeden Fall 3 kriegst bis bei 18 und ich kann nur einen von den beiden Karten killen. Also beide 3 Vierer sind. Ja, ich hab verloren. Aber gibst du auf? Ich will da jetzt auf 20 Legendenpunkte kommen. Okay, ja, ich hatte jetzt noch Dinkelhopper gezogen. Entferne bis zu einen Schaden von deinem Charakter deiner Wahl. Die sind jetzt bereit. Ich erkunde natürlich mit allen. Dann sind das 5 und dann habe ich genau 20 Legendenpunkte. Das ist ein sehr interessantes Spiel, muss ich gestehen. Also wie ist dein Fazit jetzt nach dem ersten Game? Ja, Ravensburger, bitte bringt das Ding nochmal ohne Disney-Artwork raus. Rein vom Gameplay und von der Mechanik her spricht es mich sehr extrem an. Also ich muss sagen, mir hat es auch extrem viel Spaß gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt auch im Urlaub oder so... Ja, wir spielen erstmal eine zweite Runde. Ich spiele jetzt noch eine zweite Runde. Das habe ich bei dem Livestream, was ich jetzt auch noch sagen kann als Tipp, ich muss ja nochmal mischen, gelesen. Also sie haben es gesagt, dass was ganz gut ist als Karten sind, wenn man Gegenstände verbannen kann. Das hattest du, glaube ich, eben, oder? Gegenstände verbannen? Ja, Gegenstände zerfetzen. Genau, das wäre ganz gut, aber gut, ich hatte halt keinen Gegenstand. Wendig, also die Eigenschaft Wendig wäre ganz gut. Beschützer im Deck zu haben und gezielt Charaktere wegzuhauen. Also entweder in Ablagestab oder als Tinte. Das sind so ganz gute Sachen, die als Tipp habe ich mir mal rausgeschrieben. Deine Legenden auf Null setzen. Genau, also er hat jetzt das andere Starterpack, Rubin und Smaragd. Ja, Grün und Cruella und ich weiß nicht, wer auf dem Bild noch drauf war. Also wie gesagt, ich finde auch im Urlaub oder so können wir die ruhig mitnehmen. Ich finde das eigentlich ganz unterhaltsam. Ja, das Game ist langweilig, wenn du immer denselben Deck spielst. Du musst schon ein bisschen das personifizieren. Ich meine, wenn, dann müssten wir uns mal so eine Boosterbox oder sowas besorgen, dass wir unsere eigenen Decks bauen. Dann hätte ich irgendwie Lust. Hast du Tipps von Magic zum Karten auf, also zum Decks bauen? Was wären so deine Tipps? Was gibt es da für Tipps zu beachten? Das kannst du nicht übertragen. Der Deckbau hier funktioniert komplett anders. Einen Tipp kann ich geben. Eine der wichtigsten Sachen, und auf der bin ich eben auch gerade mehr oder weniger hängen geblieben. Ich hatte ja unglaublich viel Tinte, aber ich hatte zu wenig Karten. Mhm. Ich hatte kaum Auswahl, wie ich wirklich reagieren konnte auf deine Fähigkeiten. Die Möglichkeit, Karten zu ziehen oder... Also Card Draw Advantage zu bekommen oder mit einer Karte sozusagen 2 vom Gegner zu killen, ist eigentlich das, was zum Beispiel Magic die Spiele gewinnt. Okay. Und eben habe ich das Spiel auch deswegen verloren. Aber der ist noch nicht bereit. Ja, also ich. Ja, super. 5 und du hast gewonnen im nächsten Turn. Ja. Ich dachte, du hättest jetzt irgendwie was verbannt. Ich habe eine Karte gesehen, verbanne alle Charaktere. Ja, habe ich aber nicht. Warum hast du so viel Tinte gespielt? Du brauchst auch, also nur weil du so viele Karten hast oder was? Ja, genau. Die sind alles so Minikarten. Ja, du musst halt raushauen. Warum hast du die nicht gespielt denn? Das sind alles Kreaturen oder was? Nee, das sind Aktionen. Das hier ist eine Kreatur. Aber das hier ist eine Aktion, ein Lied. Findest du immer noch gut? Ich finde es immer noch gut. Mir gefällt es extrem. Wie die Synergien, wie gesagt, sind. Das Ganze ist sehr clever designt. Es regt den Verstand an, sagen wir es mal so. Und auf dem Level ist, und es ist unglaublich einfach zu lernen. Weißt du, das Malefiz-Spiel, was wir da hatten? Ja, das Villains, Villainius. Da muss man studieren. Dafür musst du studieren. Das hier ist völlig intuitiv einfach zu spielen. Obwohl ich am Anfang dachte, dass es schwieriger ist, weil es sehr kommt. Am Anfang, also man hat ein bisschen Angst, es zu lernen, aber es ist, muss sagen, wenn man es einmal so zweimal gespielt hat, dann... Gut, ich muss ja jetzt, wir haben ja das andere Kartenspiel die ganze Zeit hier auch genannt. Wenn du das andere Kartenspiel vorher gespielt hast, ist das hier eine Sache von 2 Minuten, um zu verstehen, wie es funktioniert. Ja, ich kannte es nicht. Ich habe mich ein bisschen reinlesen müssen. Ich habe mir YouTube-Videos angeguckt, aber jetzt, auch wenn man selbst spielt, wird man immer besser und ja. Ja, okay. Find's cool. Also ich finde es auch extrem gut. Und wie gesagt, es sind diese Nachteile, die Magic hat, werden hier ausgeglichen. Das Spiel ist wesentlich weniger frustrierend als Magic. Es geht schneller. Es ist trotzdem komplex. Ich habe wirklich nichts Negatives zu sagen. Ich meine, wir hatten ja uns eigentlich nur darauf geeinigt, dass wir eine Runde spielen. Die andere Runde habe ich jetzt komplett freiwillig gemacht. Cool. Alright. Ich sehe wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz so fit aus. Nach einem Arbeitstag und jetzt 2 Runden Lorcana. Hätte ich auch nicht gedacht, dass mein Freund jetzt noch eine zweite Runde freiwillig spielt, aber ihm hat es tatsächlich Spaß gemacht und mir hat es auch unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich werde auf jeden Fall dranbleiben.
Ich werde mir meine eigenen Decks zusammenbauen mit Boosterkarten. Also ich werde mir auf jeden Fall noch Booster kaufen. Wenn ihr das gerne sehen wollt, was in dem Booster so drin ist, dann guckt mal auf TikTok oder auf Instagram vorbei. Da werde ich die auf jeden Fall dann auspacken. Und wenn euch das interessiert, ob wir nochmal ein Match spielen mit meinem Freund oder mit jemand anderem, den ich vielleicht im Park treffe, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, bin ich mega gehypt und auch viele andere, wie ich auf Instagram jetzt schon gesehen habe. Heute, also wenn das Video wird gedreht am 18., heute ist Release und man sieht überall nur noch Locana. Aktuell kann man es auch in Disneyland Paris kaufen, aber leider nur auf Französisch und keine Jahreskartenrabatte. Aber dennoch sieht man jetzt überall Locana, irgendwie ist der Hype mega groß. Aber ich muss sagen, es macht auch Spaß. Also ich werde es nicht nur sammeln, ich werde es auch spielen. Und mal gucken, wie es dann noch weitergeht mit Locana. Wie viele Kapitel da noch kommen. Übrigens ist das Spiel ja ab 8 Jahren. Also es steht hier ab 8 Jahre. Und ja, bin sehr gespannt. Jetzt, das Video ist eh schon lang genug. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.